am Wedding. Nicht im Wedding, sondern am Wedding. Wir gehen hier freitags gerne rein, weil wir unter der Woche berufstätig sind. Und wir haben hier freitags ein Feeling, wo wir gerne mal nicht die Sau rauslassen, aber einfach mal eintrinken gehen. Was machen wir hier, Micha? Wir trinken gerade unser Feierabendbier. Freitagabend, weißt du ja, wer das ist. Wenn man einige Zeit in Berlin lebt, dann findest du die Kneipen, oder man sucht sich Kneipen, die was vielleicht nicht mehr ganz so hip sind oder so. Du gehst da wohin, wo es vielleicht ein bisschen authentisch ist oder ein bisschen Berlinermäßig ist. Ne? Wir sind hier vorbeigelaufen und dachte, guck mal, da steht so ein lustiges Schild dran, Gaststätte zum Schinken. Und dachte mal so, das klingt richtig peinlich, lass da reingehen. War ein Tisch frei, es stank richtig, es waren nur Grauhaarige drin, das war genau unser Ding. Wo wir herkommen, ist das so ein bisschen untypisch, dass so jung und alt an einem Tisch sitzt, so, da gehen alle Leute individuell hin, aber so jeder quatscht mal mit jedem, das ist einfach eine andere Mentalität. So. Also sehr sympathisch. Manchmal ein bisschen verstörend, gebe ich ganz ehrlich zu, aber unterm Strich sympathisch. Ganz Istanbul im Prinzip. Wir sind die einzige deutsche Kneipe. Wenn ich das mal so sagen darf, nichts gehört. Ich mag die, ich bin hier groß geworden mit denen, aber das ist die einzige deutsche Kneipe. Ja, man sagt immer Wedding, ach, scheiße. Aber wenn man erstmal den Wedding erstmal kennengelernt hat, dann ist super. Ja? Da verliebt man sich. Ich bin hier im Wedding geboren. Ja, ich kenne damals Italiener noch als Kind. Ja, die sie rausgeschmissen haben, wie die Messerstecherei und alles. Ja, dann kamen die Griechen, die Polen und alle. Und dann kamen die Türken natürlich. Und die Türken sind hier geblieben, die anderen haben sie alle rausgeschmissen. Ich bin mit die große geworden hier. Ich komme mit die auch klar hier, egal wo ich hinkomme. Habe hier keinen Streit, keinen Zank, nichts mehr. Ich hole mir meinen Döner und komme mit klar. Ich kann mit bestimmen, wie ich es möchte, ohne dass sie mit mir meckern und alles besser. Alles schon cool, also. Der Wedding ist für mich der Bezirk. Der lebenswerte Bezirk. Weil er multikulturell ist, aber auch anstrengend ist. Und der Wedding hat auch was Böses an sich. Also wat, nicht was Böses in der Hinsicht, sondern von der Geschichte her. Ja klar. Bernauer Straße, wo sie erschossen worden sind. Da steht ein Typ da, der seine Knarre zieht und einfach nur rumballert. Und da bin ich schnell wieder in die Kneipe rein und habe mir noch ein Bier bestellt. Weil ich dachte, du bleibst besser drin als draußen. Ich glaube, das erzählen viele, aber in den Köpfen funktioniert das nicht mit dem Multikulti. Wenn du hier drinnen verkehrst öfter, dann hörst du schon das ganze rassistische Gequatsche. Das ist immer noch ganz schön extrem. Das ist das Schönste für dich am Wedding. Das zeigt dir nicht. Nicht den Zeit, ey. Danke dir.